Also in dieser Aufgabe 31, um das nochmal kurz zusammenzufassen, haben wir diese schöne Schaltung, wir haben eine Spannungsquelle, wir haben insgesamt 5 Widerstände. Ja, dieser Widerstand R5, nochmal, die sind so nummeriert, 1, 2, 3, 4, 5 ist hier vorne. Wir haben feststellen, der Widerstand R5 spielt eigentlich keine Rolle in der Schaltung, deswegen hat er vielleicht auch diese komische Nummer abbekommen. Die sind alle 1 Ohm groß, bis auf der ist 2 Ohm groß und die Quelle hat 4 Volt. Und was jetzt gesucht ist, ist, wie groß ist die Spannung hier hinten. So, und das soll man jetzt laut Aufgabenstellung ausrechnen mit Hilfe der Spannungsteilerregel und anschließend auch nochmal mit Hilfe der Stromteilerregel. So, und ich würde jetzt vorschlagen, bevor wir das mit Spannungsteilerregel machen, können wir es ja erstmal versuchen, einfach so auszurechnen, was in der Schaltung so passiert. Ja? Also zumindest das mal so schematisch hinzuschreiben. Ich meine, so kompliziert ist die Schaltung ja nicht. Und dann rechnen wir es mit Spannungsteilerregel und dann sehen wir hoffentlich den Vorteil der Spannungsteilerregel, den Benefit, den man dadurch hat, dass man ein bisschen weniger Gleichungen aufschreibt. So, wenn man jetzt von Spannungsteilerregel und Stromteilerregel keine Ahnung hat, wie würde man dann versuchen, diese Aufgabe hier zu rechnen? Da gibt es eine Idee, Ja, sag mal. Ja, also wir könnten erstmal den Strom an R1 berechnen oder an R5, indem wir die zyklische Gesetz nehmen. Genau, also wenn man jetzt hier so ein bisschen drauf guckt, ne, ist das ja so, wir haben hier außen die Quelle gegeben und wir wollen uns jetzt so irgendwie in die Schaltung reinarbeiten, wir wollen da drin diese Spannung da wissen. So. Und jetzt müsste man sich rein prinzipiell trotzdem erstmal so von innen nach außen arbeiten, ja, und sagen, ich könnte jetzt diese beiden Widerstände zusammenfassen, dann könnte ich den da noch mit dran zusammenfassen, dann könnte ich den mit zusammenfassen und den noch mit zusammenfassen. Dann habe ich einen Gesamtwiderstand, dann könnte ich einen Gesamtstrom ausrechnen. Und wenn ich den Gesamtstrom habe zum Beispiel, dann könnte ich mir wieder gucken, was habe ich, oder ne, ich kenne diese Spannung hier, wir machen das gleich mal Stück für Stück, nur so die grobe Idee. Dann habe ich die Spannung hier, dann habe ich die Spannung hier, dann kann ich mir wieder rückwärtig Ströme ausrechnen und irgendwann komme ich an dem Innenstrom an und dann kann ich schlussendlich diese Spannung da ausrechnen. Und das heißt, wenn ich das mache, habe ich am Ende dieses nicht überumständlichen, aber sozusagen kompletten Lösungswegs, habe ich die Schaltung einmal komplett berechnet, habe ich alle Ströme und Spannungen darin ausgerechnet. Und naja, wenn mich jetzt nur diese Spannung hier interessiert, dann habe ich eben einen Haufen Größen in Anführungszeichen umsonst ausgerechnet. Aber wenn ich die zufälligerweise auch noch brauche, dann ist das nicht schlimm. Wenn mich nur die Spannung interessiert an der Stelle, ist das vielleicht so ein bisschen Overkill. So, und das heißt, schreiben wir mal so auf. Was man jetzt hier so machen könnte. Also wir könnten jetzt sagen, die Spannung hier vorne, die wäre ja auf jeden Fall schon mal genauso groß wie diese Spannung hier. Hier schreibe ich mal dran U5. Ja, also wir könnten sagen, die Spannung U5 ist genauso groß wie UQ, weil die sind einfach parallel geschaltet. So, und damit könnte man auch schon mal sagen, der Strom, der hier fließt, den nenne ich mal I5. Wie kann man den ausrechnen? Genau, U durch R. U5 durch R5 in dem Fall. Und das sollten 4, ich will mal hier nebenbei mein Dashboard aufmachen. Das sind 4 Volt durch 1 Ohm sind 4 Ampere, weil Ohm sind Volt pro Ampere und so weiter. Kürzlich die Volt weg, bleiben Ampere über. Okay. Guten Morgen zurück an den Kursnamen. Okay, haben wir den Strom. Jetzt könnten wir genauso sagen, die Spannung, ne, von diesem Punkt zu diesem Punkt, das muss ja auch die gleiche Spannung sein, die hier hinten abfällt. Die nenne ich vielleicht mal U1, 2.
Ja, die ist auch so groß. Die ist auch genauso groß wie UQ. So, und das ist die Spannung, die über diesen ganzen restlichen Konstrukt hier hinten abfällt. Jetzt bräuchten wir, um diesen Strom hier rauszubekommen, das ist der Strom I1. Ja, könnten wir jetzt genau das gleiche rechnen. I1 ist diese Spannung geteilt durch diesen gesamten Widerstand, ne? Also U1, 2 geteilt durch, so. Und wenn ich jetzt aus dieser Schaltung hier den Gesamtwiderstand ausrechne, was kommt da raus? Oder wie schreibe ich das auf? Also wie schreibe ich es vielleicht erstmal als Formel auf? Nee, also weil hier ist ja auch noch was angeschlossen. Also ich habe nicht nur diese beiden Widerstände in Reihe. Das ist R1, weil das ist basically, das ist R1 plus R2, Genau, also ich habe R1 plus R2 und zu dem R2 parallel ist noch diese Reihenschaltung aus R3 und R4. Ja, so, also über diesen ganzen Widerständen, ich male nachher da hinten bestimmt die Schaltung nochmal ein bisschen um. Also über diesen ganzen Widerständen fällt diese Spannung ab, wenn ich den Strom haben will, nämlich die Spannung geteilt durch diesen ganzen Widerstand. So, und das können wir jetzt auch irgendwie ausrechnen. Also das sind 1 Ohm und 1 Ohm, sind zusammen 2 Ohm, 2 Ohm parallel zu 2 Ohm. Wenn ich zwei gleiche Widerstände parallel schalte, kommt da was bei raus? Die Hälfte, ja, also macht das zusammen wieder 1 Ohm und 1 Ohm und 1 Ohm macht 2 Ohm. So, und das heißt, ich habe immer noch 4 Volt durch 2 Ohm und das macht 2 Ampere. Kann ich ja hier oben mal ergänzen. Also das sind 4 Ampere. Und das hier sind 2 Ampere. So, jetzt nehme ich mal ein bisschen andere Farben, um hier ein bisschen drüber zu malen. Ich weiß, dass man die in der Aufzeichnung eh nicht unterscheiden kann, so richtig, aber egal. Also die Ströme zeigen immer in Richtung der Widerstände, die Spannungspfeile zeigen auch immer in Richtung der Widerstände. Das soll jetzt hier, das Blaue soll jetzt die Spannung U1 sein. Das schmiere ich mal da so ein bisschen dazwischen. So, und jetzt können wir einfach immer mit Ohmschen Gesetz und Knotensatz, Maschensatz weitermachen. Also wenn ich jetzt diese Spannung U1 ausrechnen möchte an der Stelle, genau, dann ist das einfach I1 mal R1 und I1 haben wir gerade ausgerechnet, das waren 2 Ampere mal R1 sind 1 Ohm, macht das zusammen 2 Volt. So, das heißt, hier haben wir 2 Volt, ja, das hier waren ja 4 Volt. So, und wenn das jetzt hier oben 2 Volt sind, ich habe hier insgesamt 4 Volt, hier habe ich 2 Volt, dann muss das wie groß sein hier, die Spannung hier? Muss auch 2 Volt sein. Ja, die nenne ich U2. Dann können wir das als Formel auch hinschreiben. Also U2 muss sich jetzt ergeben als U1, 2 minus U1. 4 Volt minus 2 Volt sind 2 Volt. So, das heißt, ich habe diese Spannung hier. Jetzt können wir an der Stelle so weitermachen und sagen, rechnen wir mal diesen Strom hier aus, den nenne ich I2. So, wie kriege ich den Strom I2 raus? Genau, das können wir jetzt auch einfach über, also wir haben den Widerstand und wir kennen die Spannung. Ja?
Genau, also schreiben wir hin, I2 ist U2 durch R2. 2 genau, 2 Volt durch 2 Ohm macht 1 Ampere. 2 Volt durch 2 Ohm sind 1 Ampere. So, jetzt können wir gucken, also haben wir hier ausgerechnet, das ist 1 Ampere. Auf diesen Knoten hier fließen 2 Ampere drauf zu, nach hier unten fließen 1 Ampere weg. Wie viel Ampere muss in die andere Richtung fließen? 1 Ampere. Genau, den nenne ich, brauche noch mehr Farben. Gelb haben wir noch und rot. Ja, also den Strom hier nenne ich I3. Es ist auch der gleiche, der durch 4 fließt. Durch den Widerstand R4 könnte ich ihn vielleicht auch I34 nennen. So, und der ergibt sich jetzt auf jeden Fall aus I1 minus I2. Und das sind 2 Ampere minus 1 Ampere. Und das macht 1 Ampere, das 1 Ampere, was jetzt da lang fließt. So. Und wenn wir jetzt 1 Ampere durch diesen Widerstand hier zu fließen haben, durch den Widerstand R4, dann kann ich jetzt schlussendlich U4 ausrechnen. Genau, ist einfach R4 mal diesen Strom, den wir gerade ausgerechnet haben. I34 und 1 Ohm mal 1 Ampere macht 1 Volt. Das schreibe ich jetzt mal gleich so hin. Ja? So, also das hier hinten ist jetzt 1 Volt als Spannung, was da rauskommt. Und dann kann man sich überlegen, dass diese Spannung hier, für die nehme ich jetzt mal vielleicht meine letzte Farbe hier, dass die Spannung U3 auch 1 Ohm, auch 1 Ampere, dass das auch 1 Volt sind. So, und jetzt haben wir das einmal komplett berechnet. Ja, und das funktioniert jetzt auch in dem Sinne von, wenn man jetzt nochmal auf die Spannung schauen. Also wir haben 1 Volt und 1 Volt, die ergeben zusammen 2 Volt. Das sind die gleichen 2 Volt, die an diesem Widerstand hier abfallen. So, dann haben wir hier auch 2 Volt. 2 Volt und 2 Volt ergeben zusammen 4 Volt. Und das sind die gleichen 4 Volt wie hier und das sind die gleichen 4 Volt wie von der Quelle. Das heißt, das passt von den Spannungen her. Ja, und von den Strömen ist es eben so, wir haben hier 1 Ampere, wir haben hier 1 Ampere, die ergeben zusammen 2 Ampere, wir haben 2 Ampere und 4 Ampere, die ergeben zusammen 6 Ampere. Wenn man jetzt hier noch hier vorne den Gesamtstrom ausrechnen würde, ist der Strom I gesamt oder IQ sollten 6 Ampere sein. So, also von den Strömen her passt das auch. Ne? Vom Ohmschen Gesetz haben wir das jetzt an jedem Widerstand auch gecheckt. Und was wir jetzt nochmal irgendwie kurz gucken könnten, wenn man jetzt mal den Gesamtwiderstand der Schaltung ausrechnet aus Sicht der Quelle und das hier vorne guckt. Also 1 Ohm und 1 Ohm in Reihe macht 2 Ohm, die parallel zu 2 Ohm. Macht 1 Ohm, ne, weil 2 gleiche parallel macht die Hälfte von dem jeweiligen individuellen Wert. So, also haben wir hier 1 Ohm, dann wieder 1 Ohm in Reihe, macht 2 Ohm. So, und jetzt wird es so ein bisschen tricky. 2 Ohm parallel zu 1 Ohm. Ne? Also R gesamt ist 1 Ohm parallel zu 2 Ohm. So, und wie kann man Parallelschaltung ausrechnen? 1 durch R1 plus 1. Genau, also ich könnte rechnen 1 durch 1 Ohm plus 1 durch 2 Ohm. Oder was lässt sich vielleicht einfacher im Kopf rechnen? 1 mal 2 durch 1 plus 2. Genau, also 1 Ohm mal 2 Ohm geteilt durch 1 Ohm plus 2 Ohm. Ja, und dann sieht man relativ schnell, hier macht das 2/3. Und
Hier die Ohms kürzen sich im Nenner gegen 1 Ohm aus dem Zähler. Und ich meine, hier unten kann man das ausrechnen. 1 plus 1 halb sind 3 halbe und 1 durch 3 halbe sind 2 Drittel. So, und naja, also der Gesamtwiderstand der Schaltung aus Sicht der Quelle sind 2 Drittel Ohm. Und genauso könnte ich jetzt auch den Gesamtstrom ausrechnen. Das schreibe ich, kriege ich vielleicht noch hier ganz gut hingeschrieben. So, also der Gesamtstrom würde sich dann wie ergeben als Formel? Genau, UQ durch R gesamt. So, und das sind 4 durch 2 Drittel, also 4 mal 3 halbe. 4 Volt durch, ich schreibe das ruhig nochmal hin, 2 Drittel Ohm und genau, also ne, die 4 und die 2 kann ich wegkürzen und dann steht da 2 mal 3 und 2 mal 3 sind 6 Ampere und das sind glücklicherweise auch genau die 6 Ampere, die wir uns jetzt schon auf andere Art und Weise ausgerechnet haben. So, und genau so kann man solche Schaltungen berechnen, indem man einfach immer guckt, an jedem Knoten muss ein Knotensatz gelten, in jeder Masche muss ein Maschensatz gelten. Die Knotensätze verknüpfen die Ströme miteinander, die Maschensätze verknüpfen die Spannung miteinander und ich habe jeweils an den Bauelementen ohmsches Gesetz, was Strom und Spannung miteinander verknüpft. So, und dann haben wir einmal alle Gleichungen praktisch hingeschrieben und uns irgendwie so stückchenweise immer, was wir wussten, vorgearbeitet. Ja? So, und jetzt wollen wir das Gleiche nochmal machen. Wir wollen aus der Spannung, aus den ganzen bekannten Widerständen, die Spannung ausrechnen, aber ohne die Ströme auszurechnen. So, und dafür gibt es diese schöne Spannungsteilerregel. So, und jetzt können wir vielleicht mal hier so einmal nebenan klein Spannungsteilerregel aufschreiben. Also, wenn man Spannungsteilerregel anwenden will, muss man ja irgendwie was haben, wo sich Spannung aufteilt. Also brauche ich zwei Widerstände in Reihe. Ja, und dann gibt es eine Gesamtspannung U und eine Teilspannung U1 und eine Teilspannung U2, wenn das jeweils die Widerstände R1 und R2 sind. So, und wie kann ich jetzt dann diese Teilspannung ausrechnen? Genau, also U1 plus U2 ergibt laut Maschensatz wieder die Gesamtspannung, aber wenn ich jetzt diese Teilspannung ausrechnen will, aus den Werten der beiden Widerstände und der Gesamtspannung. Ja. Wir haben ja die Gesetzmäßigkeit U1 durch U2 ist gleich R1 durch R2. Ja. Genau, also wir können uns die jetzt nochmal herleiten, aber es ist interessant, dass sozusagen niemand im Kopf hat. Oder weiß jetzt jemand, was ich hinschreiben muss, um Spannungsteilerregel zu machen? Ja. Also das wäre dann R mal Quadrat. Ja, also ich mach mal Schritt zurück. So. Nee, auch nicht so richtig. Also ich weiß nicht so richtig, die richtige Antwort zwischendurch habe ich noch nicht gehört. Also nehmen wir mal den Strom hier, Strom. Genau, also das, was hier rauskommt, ist, ich nehme die Gesamtspannung U und rechne mal den Widerstand, den Teilwiderstand, wo die Spannung drüber abfällt, geteilt durch den Gesamtwiderstand dieser Schaltung. Hat schon mal jemand diese Formel hier gesehen? Genau, so in der Vorlesung, genau. Ja. Und ich meine, hier unten kann ich das jetzt genauso machen. Also Teilspannung ergibt sich aus Gesamtspannung mal den Teilwiderstand geteilt durch den Gesamtwiderstand. So, und jetzt hat ja zwischendurch jemand gesagt, naja, also wenn ich, ne, laut Maschensatz gilt U ist gleich U1 plus U2 und... Ich
könnt ihr jetzt auch jeweils für die Spannung, die Spannung sozusagen durch den Strom ersetzen. Ich könnte auch aufschreiben, U1 ist I1, nicht I durch, sondern R1 mal I1. Und ich könnte auch aufschreiben, ich schreibe jetzt einfach hier hinten weiter. Ich glaube, ich muss das gleich mal wegmachen, damit ich hier noch genug Platz auf meiner Tafel habe, aber egal. Vielleicht kann ich das auch mit Daumen zeichnen. So, ne? Also es gilt ein Ohmsches Gesetz an dem ersten Widerstand, es gilt ein Ohmsches Gesetz an dem zweiten Widerstand. Das könnte ich jetzt auch jeweils hier einsetzen. Und wenn ich das hier einsetze, dann kommt da erstmal raus R1 mal I plus R2 mal I. Ja? Nichts Weltbewegendes passiert. Wir haben Maschensatz aufgeschrieben, wir haben zweimal das ohmsche Gesetz eingeschrieben, wir haben das da eingesetzt. So. Genau, und jetzt können wir natürlich sagen, dass diese beiden Ströme gleich sind. Da kann ich die Ströme ausklammern, dann steht da I mal in Klammern R1 plus R2. So, und jetzt kann ich einfach... Genau, und wenn ich jetzt mir versuche, aus dem Spaß hier unten sozusagen das da oben zusammenzubasteln, indem ich mal das vielleicht so umstelle, dass ich das U1 auf die andere Seite dann noch rüberhole, oder kriege ich das jetzt auch so hin? Ich mache das jetzt nochmal neu. Also wenn ich jetzt mal aufschreibe U1 durch U, ne, mich interessiert das Verhältnis zwischen Teilspannung und Gesamtspannung. Hier haben wir das jetzt ja so umgestellt, dass Teilspannung sich aus Gesamtspannung ergibt. Ich schreibe das jetzt mal so rum auf. Und ich setze das jetzt einfach ein. Also U1 ist R1 mal I1 oder R1 mal I. Es gibt ja nur den einen Strom. Und für die Gesamtspannung setze ich jetzt eben das hier ein. R1 plus R2 mal I. Dann kürze ich der Strom weg. Ja, und dann bleibt, wenn ich jetzt mal U rechne, bleibt genau diese Formel da über. Also auf die Art und Weise haben wir jetzt nochmal gerade eben Spannungsteiler hergeleitet. Aber das ist so eine Formel, die sollte man auf jeden Fall im Kopf haben. So, da gibt es eine Frage dazu. Naja, also man kann ja immer, man kann jeden Fall auf zwei Widerstände zurückführen. Okay. Ja, weil ich ja, also hier haben wir ja was mit komplizierteren und dann muss ich die einfach entsprechend geschickt zusammenfassen, bis das so aussieht, wie das da aussieht mit zwei Widerständen. Das ist so ein bisschen die Idee. Okay. So. Also das ist alles jetzt hier nochmal zusammengefasst, nur Herleitung. Eigentlich könnte, sollte, dürfte man das hier wissen und im Kopf haben, Spannungsteilerregeln mit zwei Widerständen sieht so aus. So, und jetzt ist die weitere Schwierigkeit bei der Lösung der Aufgabe. Wir müssen jetzt das, was hier steht, ja, diese Formel, diese Regel, auf diese Schaltung hier anwenden. Die ist jetzt auch schon schön bunt zugemalt. Und deswegen zeichne ich die jetzt gleich nochmal um und ich zeichne die mal so um, wie ich vorhin gesagt habe. Die Schwierigkeit, kommen wir jetzt zu der Frage, die Schwierigkeit hier drin ist ja so ein bisschen zu erkennen, was ist denn hier zu wem in Reihe und was ist hier parallel. Weil manchmal fließen eben Ströme vertikaler Richtung, manchmal fließen Ströme in horizontaler Richtung. Ich male die Schaltung jetzt gleich mal so um, dass nur Strom von oben nach unten fließt. Dann sieht man das besser, was in Reihe und was parallel ist. Ich kann das natürlich auch für U2 durch U1 hinschreiben. Also wenn ich jetzt einen Spannungsteiler haben will, U2 durch U oder U1 durch U2, machen wir mal so rum. Also das ist beliebig. Genau, dann kann ich mir das ja genauso einsetzen. R1 mal I und hier unten R2 mal I. Und dann kann ich das I genauso wegkürzen und dann bleibt eben R1 durch R2 über. Naja, wie ich sage, wir können, also am Ende kannst du ja,
Selbst wenn du jetzt einen Spannungsteiler hättest, wo das hier unten eigentlich eine Parallelschaltung von zwei Widerständen wäre, kannst du den halt erst zusammenfassen zu einem neuen Widerstand und dann gilt das vollkommen analog. Also man findet in vielen Tafelwerken und so irgendwie auch eine Spannungsteilerregel, die so aufgeschrieben ist. Ja, also die eine Teilspannung zu der anderen Teilspannung ist so wie der eine Teilwiderstand zu dem anderen Teilwiderstand. Die ist, also ja, die ist auch schön und hübsch. Aber die nützt einem in der Praxis jetzt meistens nicht so wahnsinnig viel, weil in der Praxis habe ich eben oft sowas, ich kenne die Gesamtspannung, ich kenne die beiden Widerstände, mich interessiert eine Teilspannung und nicht, ich kenne die eine Teilspannung, jetzt interessiert mich die andere Teilspannung. Ja? Also so kann man das auch aufschreiben, aber hat jetzt für mich in der Praxis wenig Wert oder überschaubar. So, ich mal jetzt mal diese Schaltung nochmal neu hin und zwar so wie gesagt, dass alle Widerstände in vertikale Richtung zeigen. Und dann sieht man nämlich viel schöner, so ein bisschen so wie hier, was jetzt Teilspannung, Teilstrom, Gesamtstrom ist. Ich male auf jeden Fall die Quelle wieder auf die linke Seite, ja, und das ist letztendlich, wie ich immer sage, ne, wir sind irgendwie gut darin, Muster zu erkennen und irgendwie immer wieder gewohnte Schemata anzuwenden. Und ein gewohntes Schemata ist, zumindest in unserem Übungsheft, die Quellen stehen alle links, die andere Schaltung steht rechts und wir zeichnen irgendwie Widerstände schön von oben nach unten. Und so hätte das zum Beispiel auch, so findet man das in vielen Lehrbüchern, so hätte das jetzt ChatGPT auch gelernt. Und könnte das irgendwie anwenden. Und wenn man die Schaltung dann ein ganz bisschen anders zeichnet, dann funktioniert das nicht mehr. So, also das ist UQ. Das ist immer noch der Widerstand R5. Ja, und dieser Knotenpunkt wäre jetzt der Knotenpunkt hier oben. Und an dem kann der Strom eben auch über den Widerstand R1 fließen. Dann wären wir an diesem Knotenpunkt angekommen und dann sieht man, an dem Knotenpunkt gibt es wieder eine Aufteilung und dann kann es einmal über R2 gehen und ist schon bei der Quelle wieder angekommen oder es geht über R3 und R4 und kommt unten an der Quelle an. Also hier teilt sich der Strom auf. Ja, dieser Knotenpunkt ist der Knotenpunkt. Es geht einmal über den Widerstand R2 zurück zur Quelle oder es geht über die Reihenschaltung von R3 und R4 zurück zur Quelle. So, und der Knoten hier unten, das ist überall der gleiche Knoten wie hier. Das ist R2, das war R1, das ist R3, das ist R4. So, und das, was uns interessiert, ist diese Spannung hier U4. Und jetzt Spannungsteilerregel. Wie können wir mit Hilfe der Spannungsteilerregel die Spannung U4 ausrechnen? Da gibt es eine Idee, da geht gleich ein Arm hoch. Also in der Gesetzmäßigkeit ergibt es, dass wir ja wieder den Maschensatz anwenden können. Ja, aber jetzt wollen wir ja Spannungsteilerregel machen. Das U4 müsste sowas sein wie Naja, also manchmal frage ich mich immer so ein bisschen, wo jetzt die Schwierigkeit beim Transfer ist. Also wir haben gerade eben uns hier nochmal aufgeschrieben und irgendwie so schön hergeleitet, wenn wir zwei Widerstände in Reihe haben, ja, ist Teilspannung oder Teilspannung ist Gesamtspannung mal Teilwiderstand durch Gesamtwiderstand. So, wenn ich das jetzt mal hier aufschreibe, was ist denn hier? Genau, die Gesamtspannung wäre diese Spannung, die hier gesamt drüber abfällt und das wäre genau die gleiche Spannung wie U2. Das schreibe ich mal hier oben hin. So, also U2 ist die Gesamtspannung. Der Teilwiderstand ist R4 und der Gesamtwiderstand ist R3 plus R4. So,
Also, wir könnten aus dem Teilwiderstand und dem Gesamtwiderstand und der Gesamtspannung diese Teilspannung ausrechnen. Okay, das haben wir jetzt hier genau hingeschrieben, das ist einmal Spannungsteilerregel. Jetzt natürlich die nächste Frage, wie komme ich hier auf U2? U2. So. U2 ist das gleiche wie U5. Also, das ist wieder eine Teilspannung. Die fällt über diesen Teilwiderstand ab, der sich jetzt als hier diese Zusammenschaltung ergibt. So, diese Zusammenschaltung nenne ich mal R234, ja, weil da die Widerstände 2, 3 und 4 drin stecken. Ja, das können wir uns gleich aufschreiben. Also R234 ist, was hast du jetzt gesagt? Sag nochmal. Genau. Ja, die beiden in Reihe und der dazu parallel ergibt diesen Teilwiderstand. So, also jetzt haben wir gesagt, Teilspannung ist Teilwiderstand durch Gesamtwiderstand. Was, da kommt noch eine 1 dazu, also R234 plus R1. Und die Gesamtspannung? Genau, die Gesamtspannung ist schon UQ an der Stelle. So, und jetzt können wir das alles einsetzen. Jetzt können wir zuerst mal diesen Widerstand ausrechnen. Das haben wir natürlich hier irgendwo schon mal zwischendurch getan. Ja. Ja? 1 Ohm und 1 Ohm zusammen waren 2 Ohm und 2 Ohm parallel zu 2 Ohm waren 1 Ohm. So, und wenn ich das jetzt, sagen wir mal, das Ergebnis jetzt hier einsetze, ja, und mich jetzt so rückwärtig vorarbeite, also U2 ergibt sich aus UQ, das waren 4 Volt, der Widerstand ist 1 Ohm, der Widerstand ist 1 Ohm, der Widerstand ist auch 1 Ohm, schreibe ich mal hin, 1 Ohm plus 1 Ohm. So, hier kürzen sich überall die Ohms weg, 1 durch 2 ist 1,5, die Hälfte von 4 sind 2. So, also kommt schon mal raus, das hier sind 2 Volt. So, und das kann ich jetzt natürlich das Ergebnis hier in die nächste Formel einsetzen und kann ausrechnen, U4 ergibt sich aus U2. U2 sind 2 Volt. Das ist das sind 2 Ohm, das sind 2 Ohm, das sind 2 Ohm, richtig? Das waren auch alles 1 Ohm. Also steht da auch wieder 1 Ohm geteilt durch 1 Ohm plus 1 Ohm. Kürzen sich wieder die Ohms weg. Bleibt wieder 1,5 über. Die Hälfte von 2 ist 1 Volt. So, und glücklicherweise sind das die gleichen 1 Volt, die wir hier vorher auch ausgerechnet haben. Ja? Bloß, dass der Rechenweg jetzt deutlich kürzer ist. Und wir zwischendurch keine Ströme ausgerechnet haben, sondern nur Spannung ausgerechnet haben. Angenommen, wir hätten jetzt R2 gegeben gehabt und wir würden R234 gar nicht. Aber wir haben ja R2 auch gegeben. Angenommen, wir hätten R5 und R2 gegeben, dann hätten wir doch von Anfang an direkt U2 berechnen können mit U von der Quelle durch minus die Posse R1 noch. Also hier, also spätestens hier hinten brauchst du immer noch irgendwie den R1, das stimmt. Ja, und ich meine, hier in der Rechnung fällt jetzt ziemlich eindeutig auf, in der hier drüben eigentlich auch, ja, weil wir ja hier auch wieder sagen, U1, 2 ist gleich UQ und also der Widerstand R5 spielt offensichtlich keine Rolle. Das haben wir vorhin schon mal so gesagt. Deswegen hat er auch den Namen R5 abbekommen. Deswegen ist der letzte Widerstand hier vorne so von der Nummerierung her. So, warum spielt R5 keine Rolle? Ja, weil wir R2, 3, 4 plus R1 haben und das ist quasi R5. Genau, also weil der Widerstand R5 einfach parallel zu der Spannungsquelle ist, ja, und über dem fällt eben die Quellspannung ab, so wie über dem Rest der Schaltung. Und egal, was ich hier mit diesem Widerstand mache, ich habe ja hier trotzdem die Spannung UQ.
hier an der Stelle auch abzufallen. Und das heißt, wenn man den Wert von dem Widerstand R5 ändert, dann ändert sich nur der Strom, der hier durch diesen Widerstand durchfließt, durch den Zweig. Das ändert aber nichts an dem Spannungsabfall hier UQ über dem Rest der Schaltung und ändert deshalb auch nichts an irgendwelchen Teilspannungen hier. Man könnte sich das jetzt auch noch ein bisschen bildlicher vorstellen. Also die Reihenfolge in der Parallelschaltung ist ja egal. Wenn ich jetzt die beiden Positionen hier tausche, ja, was man ja machen kann, dann ist das ziemlich offensichtlich, oder sagen wir mal zumindest visueller offensichtlich, dass der Widerstand R5 hier keine Rolle spielt. Ich mache das jetzt mal und tausche die mal einfach. Ja, also wenn ich hier R5 hinzeichne und hier UQ hinzeichne, dann ist es noch ein bisschen offensichtlicher, dass der Widerstand R5 eben keinen Einfluss hat auf den Rest, der hier in dieser Schaltung passiert. So, und das wird bei Spannungsteilerregeln noch ein bisschen offensichtlicher, weil hier eben nirgendwo R5 drin steht. Ich meine, hier haben wir den Widerstand R5 zumindest ja mal irgendwo mit reingeschrieben, aber der hatte eigentlich nur Einfluss auf den Gesamtstrom hier. Ja, und in dem Gesamtwiderstand hier unten steckt er mit drin, weil die einen oben hier, das ist ja der Widerstand R5. Ja, und deshalb... Tja, hat ja auf die Teilspannung hier keinen Einfluss. So, da gibt es jetzt immer noch eine Frage. Nein, also im Endeffekt, ja doch schon. Also was ist jetzt der Main Takeaway vom Spannungsteiler? Weil der Main Takeaway vom Spannungsteiler ist, ich kann aus einer Gesamtspannung eine Teilspannung ausrechnen. Ja, ich kann Spannung in Schaltung ausrechnen und ich schreibe nirgendwo den Strom hin. Ich rechne nirgendwo den Strom aus. Das ist der Vorteil. Ich spare mir einfach Gleichungen und Zwischenergebnisse. Also wir haben von dem auch einen Wert gegeben, das ist bloß der Wert des Widerstandes R5, egal ob der jetzt 1 Ohm, 10 Ohm, 1 Kilo Ohm oder 1 Milli Ohm ist, hat einfach keinen Einfluss auf diese Spannung hier am Ende, weil der ja nirgendwo hier mit drin steckt. Aber 2, 3, 4 plus R1, ist das nicht gleich R5? Nee. Warum? Also... Das zusammen muss nicht so groß sein wie das. Also auch wenn die parallel geschaltet sind, müssen ja diese Widerstände hier nicht gleich groß sein. Also der Spannungsabfall hier, die Spannung über diesen Widerstand und die Spannung über dem Rest der Schaltung, die müssen auf jeden Fall gleich groß sein, weil die sind parallel geschaltet. Aber nicht, weil das hier hinten zusammen irgendwie, es ist ja auch nicht. Also das hier hinten sind 2 Ohm und das hier vorne ist 1 Ohm. Ja, die Widerstände sind auf jeden Fall nicht gleich groß in der Parallelschaltung. So, und also nochmal zusammengefasst, der Vorteil der Spannungsteilerregel ist, ich kann diese Teilspannung ausrechnen, ich habe nirgendwo zwischendurch einen Strom ausgerechnet. Den Zwischenschritt habe ich mir gespart. Ja, also hier hätte ich jetzt auch U5 reinschreiben können, das stimmt schon. Und das hätte ich ja wieder aus I, aber das wollen wir nicht. Genau, aber es ist ja hier gehupt wie gesprungen. Also ich meine, die Spannung über U5 ist einfach die Spannung von UQ, ist einfach diese Spannung U... Ist einfach die Spannung. Ist einfach die Spannung, ja, egal wie groß dieser Widerstand ist. Also klar, ich hätte ja auch U5 hinschreiben können, aber U5 ist eben das gleiche wie UQ. Call it whatever you want. So, jetzt gibt es noch eine geile Idee. Nee. Also weil
Hier, also guck mal, Spannungsteilerregel geht so. Ich habe zwei Widerstände in Reihe und über denen fällt eine Gesamtspannung ab. Und ich meine, in der Schaltung ist es jetzt so, okay, also diese Gesamtspannung, die fällt auch nochmal über einen Widerstand ab, aber den Widerstand habe ich doch überhaupt gar nicht eingezeichnet. Das ist doch vollkommen egal, ob was jetzt hier noch parallel ist oder sowas. Ich habe zwei Widerstände in Reihe ohne irgendeine Stromverzweigung, über denen fällt eine Gesamtspannung ab. Und dann nehme ich diese Teilwiderstand durch Gesamtwiderstand. Und es ist egal, wenn jetzt hier noch irgendwo ein Widerstand, ja, hier in der Schaltung wäre jetzt hier irgendwie noch R5 parallel, habe ich da aber hier in der Formel überhaupt gar nicht berücksichtigt. Ja, vollkommen egal, wenn diese Gesamtspannung über einem Widerstand R5 abfällt. Genau. Ja, das ist ja total gut, solche Knoten jetzt irgendwie aufzulösen. Ja? Aber das war ein guter Wortwitz. So, und naja, klar, also am Ende, weil jetzt irgendwie zwischendrin jemand gesagt hat, ich weiß nicht, ob das ein bayerisches Sprichwort ist, zumindest ist es in Magdeburg auch irgendwie geläufig zu sagen, das ist gehuppt wie gesprungen. Ja. Na klar, ist es irgendwie gehuppt wie gesprungen, weil wie haben wir denn die Spannungsteilerregel hergeleitet? Wir haben die Spannungsteilerregel hergeleitet aus einem Maschensatz, aus einem Ohmschen Gesetz und im Prinzip aus einem Knotensatz zu sagen, die Ströme sind eben die gleichen. Ja? Also natürlich basiert die Spannungsteilerregel auch auf den drei Gesetzen, die man immer braucht in so Widerstandsnetzwerken. Knotensatz, Maschensatz und Ohmsches Gesetz als Stromspannungsbeziehung. Und das, klar, also das sollte auch äquivalent sein am Ende in der Rechnung und gleiche Ergebnisse liefern. Ja. Der Vorteil hier ist, hier steht eben nirgendwo Strom. Ich komme auf die Spannung ohne irgendwo zwischendurch einen Strom auszurechnen. Hier haben wir eben die ganzen Ströme zwischendurch ausrechnen müssen auf dem Weg. Wenn man die braucht, ist das nett. Wenn man die Ströme nicht braucht, einen nur die Spannung interessieren, ist das hier sicherlich etwas kürzer. So, jetzt machen wir das Gleiche nochmal mit Stromteiler. So, und tja, mithilfe der Stromteilerregel. Jetzt wäre es eigentlich schlau, ich schiebe mal ein bisschen hoch, mal gucken, ja, eigentlich wenn ich klein steuere, kriegen wir das hier bestimmt hin. So, ich mach mal hier so eine kleine Trennlinie. Also wenn ich jetzt einen Stromteiler haben will, was brauche ich dann? Parallelschaltung. Irgendwie muss ich ja Strom aufteilen können. So, also mache ich mal zwei Widerstände parallel. Nenne die auch R1 und R2. Ja. So, und jetzt ist das. Jetzt können wir ein Prinzip nutzen, was wir später mal auch noch besprechen würden. Nämlich Dualitätsprinzip. Also die Schaltung ist zu der Schaltung dual und Dualitätsprinzip heißt, aus einer Reihenschaltung wird eine Parallelschaltung, haben wir gerade gemacht, ne? Aus einer Reihenschaltung wurde eine Parallelschaltung und Dualitätsprinzip heißt, immer aus Spannung wird Strom, aus Strom wird Spannung. Hier habe ich den gleichen Strom, der durch die beiden Widerstände fließt, hier habe ich die gleiche Spannung, die über die beiden Widerstände abfließt, die nenne ich einfach mal abfällt, nicht abfließt, abfällt, die nenne ich einfach mal U. So, genau, aus dem Knotensatz wird ein Maschensatz. Ja? So, dann habe ich hier als Maschensatz die Summe der Teilspannung ergibt die Gesamtspannung. Aus Spannung wird Strom, aus Maschensatz wird Knotensatz. Ich habe einen Gesamtstrom I, der sich auf die beiden Teilströme I1 und I2 aufteilt. Ja, so, und jetzt wollen wir wieder im Prinzip genau das Gleiche machen. Wir wollen einen Teilstrom ausrechnen aus dem Gesamtstrom. So, und hat jemand die Formel im Kopf oder wollen wir uns die wieder herleiten? Oder? In dem Fall ist es umgekehrt, also R durch R1
Ja, also welches R? Halt das R, das zu dem I gehört. Also wenn wir jetzt sagen, I1 durch I2 wäre es R2 durch R1. So, ich schreibe mal ein bisschen anders auf. Ja. Können Sie gleich nochmal herleiten. Ja, aber also wie nur Teilstrom durch Gesamtstrom ergibt sich jetzt in dem Fall aus dem Teilwiderstand, wo der Strom nicht durchfließt, durch den Gesamtwiderstand. So, und das kommt jetzt so im Prinzip aus dieser Dualitätsbetrachtung nicht so richtig raus. Ja? Also zumindest nicht so ganz offensichtlich. Und vielleicht ist es deshalb gar nicht so verkehrt, sich nochmal zu überlegen, wie kommt man auf diese Gleichung. Also das, was hier steht, ist auf jeden Fall richtig. So viel können wir schon mal festhalten. Ja. Wir haben ja hier unten noch ein bisschen Platz. So. Wenn ich jetzt mal einfach den Weg, den wir hier genommen haben, einfach nochmal konsequent abschreibe. Also wir haben gesagt, aus dem Maschensatz wird ein Knotensatz, aus der Summe der Spannung und so wird hier die Summe der Ströme. Also I ist I1 plus I2. Stimmt's? Passt auch zu der Schaltung. Das ist einfach der Knotensatz an dem Knoten hier. So, dann haben wir hier ein ohmsches Gesetz hingeschrieben. Wie könnte ich denn das so hinschreiben, dass das zu der Schaltung hier unten passt? Also dass hier vorne ein I steht und hier hinten U. Irgendwie der Strom I1 ergibt sich aus der Spannung U1. Durch R1, also ich könnte schreiben I1 durch R1. Wenn ich jetzt den Bruch vermeiden möchte, könnte man auch einen Leitwert hinschreiben, richtig? Also I1 ist G1 mal U1 und I2 ist G2 mal U2. So, jetzt könnte ich das wieder jeweils hier einsetzen. Dann kommt da raus G1 mal U plus G2 mal U. Und weil das gleiche U ist, ja die gleiche Spannung auf der Seite wie auf der Seite, können wir mit dem U was machen? Ja, oder erstmal ausklammern. Ne? Also sagen G1 plus G2 mal U. So, und wenn ich das jetzt, ne, wir haben jetzt eine Gleichung für den Gesamtstrom und wir haben Gleichung für die Teilströme. Wenn ich das jetzt mal hier oben einsetze, also für I1 setze ich das ein, steht da G1 mal U und hier unten steht G1 plus G2 mal U. Dann kann ich das U wegkürzen. Und bleibt G1 durch G1 plus G2 über. Und das ist ziemlich analog zu dem, also das ist, passt genau dualitätsmäßig zu dem, was wir da oben gesagt haben, ne? Weil wir haben gesagt, aus einer Reihenschaltung wird eine Parallelschaltung, aus Spannung wird Strom, aus Maschensatz wird Knotensatz und so weiter und umgedreht. Und aus ein weiteres Dualitätsprinzip wäre, aus einem Widerstand wird ein Leitwert. Ja, so wie hier, aus dem Widerstand wird ein Leitwert, aus Widerständen werden Leitwerte. So, und jetzt ist ja, das haben wir ja hier schon schön aus der Gleichung hier gesehen, G1 ist das gleiche wie 1 durch R1. Ja, so, also wenn ich statt G1 mal hinschreibe 1 durch R1 und hier unten schreibe ich statt G1 auch 1 durch R1 und statt G2 schreibe ich 1 durch R2, dann sieht das immer so ein bisschen fies aus, weil wir einen Doppelbruch haben. So, wie kann ich jetzt den Doppelbruch auflösen? Oder einfach einen Taschenrechner halten, könnte man auch machen. Ja. Ja, also wir könnten. So, wer kann noch irgendwie gut Bruch rechnen? Wer hat noch eine Idee? Also Sie könnten einfach hier unten mit R1 mal R2 erweitern und hier oben einfach mit R1 und R2 erweitern. Ja? So, und dann kürzt sich hier oben das R1 weg und es bleibt ein R2 über.
Und hier unten kürze ich an der Stelle das R1 weg, es bleibt ein R2 über. Hier hinten kürze ich das R2 weg, es bleibt ein R1 über. Und wenn man die Reihenfolge umdreht, wird daraus R1 plus R2. So, und das heißt, das hier ist schon, hier gilt schon überall, das ist gleich. Ja? Und die Variante, diese Stromteilerregel aufzuschreiben, ist meistens praktisch die einfachere Variante, ne? Zu sagen, mich interessiert ein Teil Strom, ich nehme den anderen Widerstand, da wo der Strom nicht durchfließt, geteilt durch den Gesamtwiderstand, aber nicht Gesamtwiderstand im Sinne von Parallelschaltung, sondern Gesamtwiderstand im Sinne von einem Maschenumlauf in dieser Masche. Und long story short, also ist natürlich nicht schlecht, wenn man das mal hier einmal gemacht hat und mal irgendwie sich aufgeschrieben hat und nachvollzogen hat, dass das so ist. Am Ende lernt man einfach diese Formel hier auswendig und man lernt einfach diese Formel auswendig. Also wenn man jedes Mal bei jeder Strom- und Spannungsteilerregelaufgabe wieder darüber nachdenkt, wie das da so ist und wer da wie was zu wem, dann wird man nicht fertig. Ja? Also man muss das und das, das muss man lernen. Und das und sozusagen die Formel muss man lernen. Und dann muss man die auf Schaltung anwenden können. Ja, und das ist jetzt so nice to know, nice to have. Das, was wir oben gemacht haben, ist nice to know, nice to have. Wie würde ich auf die kommen? Und was wir jetzt da rausgenommen haben, ist, sowohl Stromteilerregel als auch Spannungsteilerregel sind eben hergeleitet aus Maschensatz, Knotensatz, Ohmschen Gesetz, Strom-Spannungsbeziehung logischerweise. So, jetzt Stromteilerregel. Wie können wir Stromteilerregel nutzen, um U4 auszurechnen? Also U4 würde sich erstmal ergeben aus... Naja, wenn ich eine Stromteilerregel nutzen will, wäre es nicht schlecht, wenn ich irgendwie einen Strom habe erstmal. Ne? Also, genau, und den I4 nenne ich mal, so wie ich das hier drüben schon gemacht habe, weil es ja der gleiche Strom ist, der durch 3 und 4 fließt, den nenne ich I3-4. Also I3-4 mal R4. Wenn ich den Strom wüsste, könnte ich aus dem die Spannung ausrechnen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie rechne ich diesen Strom aus? So, also es geht jetzt um diesen Strom hier, um I3-4. Wie kann ich den mit einer Stromteilerregel ausrechnen? So, und jetzt müssen wir gucken, also ne, wir haben mal gesagt, hier, ich habe zwei Widerstände parallel. Jetzt habe ich hier auch zwei Widerstände parallel. Der besteht aber aus zwei Widerständen, die ich mir zusammenfassen kann. So, aber trotzdem sagt jetzt Stromteilerregel, wenn ich diesen Teilstrom haben will, nee, das wäre ja einfach ein Knotensatz an dem Knoten. Ja, also ich ja, also schauen wir nochmal auf diese schöne Skizze hier. Deswegen haben wir die ja vielleicht auch zum Glück gemacht. Wenn ich den Strom haben will, ja, nehme ich den Gesamtstrom mal den Widerstand, wo der Strom nicht durchfließt, geteilt durch den Gesamtwiderstand im Sinne dieses Maschenumlaufes. So, jetzt wende ich das einfach mal auf diese Schaltung an. Wenn ich den Strom haben will, nehme ich den Gesamtstrom, das ist der Strom I1, so, mal den Widerstand, wo der Strom nicht durchfließt, das ist der Widerstand R2, geteilt durch den Gesamtwiderstand im Sinne von diesem Maschenumlauf. Ne? Also, Strom... Gesamtstrom mal Widerstand, wo der Strom nicht durchfließt, geteilt durch den Gesamtwiderstand im Sinne dieses Maschenumlaufes. So, und dann kommt da als Stromteilerregel das bei raus. Gesamtstrom, Widerstand, wo der Strom nicht durchfließt, geteilt durch Gesamtwiderstand im Sinne dieses Maschenumlaufes. So, jetzt haben wir diesen Strom hier oben. Ja, und jetzt bräuchten wir diesen Strom hier oben. Also den haben wir noch nicht, den brauchen wir jetzt. Den haben wir jetzt in der Formel. So, jetzt die Frage, wie können wir diesen Strom ausrechnen? So.
So, I1 ist I-Gesamt und I-Gesamt ist, den hatte ich, glaube ich, vorher IQ genannt. Ja, das ist hier der Gesamtstrom. IQ. So, mal R5, nehme ich den Widerstand, wo das nicht durchfließt, geteilt durch. Und dann jetzt alle zusammenrechnen. Also R1 plus R. Genau, jetzt der Gesamtwiderstand im Sinne von diesem Umlauf, also R5. Ich habe jetzt hier ein bisschen. Ich habe jetzt hier Morx gemacht. Jetzt ist ja der Quellstrom ist jetzt hier an der Stelle. Ne? Ich habe ja die Quelle da irgendwie getauscht. So, aber egal. Also R5 plus R1 plus und jetzt im Prinzip die Zusammenschaltung von denen. Ja? Also R5, R1 und jetzt wieder R2 parallel zu R3 plus R4, dem, was wir hier schon mal hatten als R2, 3, 4. 2, 3, 4. So. Naja, und ich meine, jetzt bräuchten wir noch den Quellstrom. Oder hier habe ich den doch mal irgendwie Gesamtstrom genannt. Genau, und ich meine, den haben wir, der steht hier schon. Genau, das sind die 6 Ampere. Ja? So, und das heißt, jetzt können wir das mal so rückwärtig hier so ein bisschen ausrechnen. Also das kriege ich hier bestimmt noch hingeschrieben und den Rest muss ich mal gucken, wie ich das hier irgendwie hingeschrieben bekomme. So, also der Widerstand hier, das waren 1 Ohm. Das sind auch 1 Ohm, das sind auch 1 Ohm, richtig? Also haben wir zusammen 3 Ohm. Hier oben haben wir 1 Ohm. 1 Ohm durch 3 Ohm macht 1/3. Und 1/3 von 6 macht 2 Ampere, genau. Also ich schreibe mal hin, 6 Ampere mal 1/3, das sind 2 Ampere. So, und die 2 Ampere, die kommen jetzt hier rein. Hier haben wir 2 Ohm, 1 Ohm, 1 Ohm. Das zusammen macht 2, mit den 2 macht 4. 2 durch 4 macht 1/2. Und 1/2 von 2 Ampere macht 1 Ampere. Kommt hier hinten raus für den ist gleich 1 Ampere. So, und wenn wir jetzt hier 1 Ampere einsetzen, mal 1 Ohm, macht das hier 1 Volt. So, und das heißt, das funktioniert. Ja, es funktioniert auch, sollte natürlich auch funktionieren. Wäre irgendwie total schlimm, wenn das jetzt nicht funktionieren würde, wenn da irgendwas anderes rauskommen würde. So. Daran kann man merken, dass man richtig gerechnet hat. Ja, das ist auch irgendwie so ein Trick. Also wenn man so Aufgaben rechnet und irgendwie nicht weiß, ob man richtig gerechnet hat, dann kann man es ja mal einfach versuchen, auf eine andere Art und Weise zu rechnen. Und wenn dann immer noch das Gleiche rauskommt, dann ist es irgendwie ziemlich unwahrscheinlich, dass man auf beide Wege genau den gleichen Denkfehler gemacht hat. In der Strom- und in der Spannungsteilerregel irgendwie den gleichen Denkfehler. Das wäre unüblich. Ja? So. Ja, was gibt es bis dahin für Fragen? Also eine Frage, die mir jetzt noch spontan einfallen würde, die Tafel ist jetzt natürlich gut vollgeschrieben und tatsächlich auch nicht so bombastisch übersichtlich, aber eine Sache, die man sich jetzt noch fragen könnte, ist, in dieser Stromteilerregel-Betrachtungsgeschichte, da taucht jetzt ja irgendwie der Widerstand R5 auf. Also es sieht zumindest auf den ersten Blick so aus, wie wenn er da einen Einfluss hat auf das Ergebnis. Zumindest taucht er in den Formeln auf. Und das wäre jetzt irgendwie so ein bisschen komisch. Also hier taucht er auf jeden Fall nicht auf. Ja? Hier taucht er so, naja, implizit auf, also hier oben mal und irgendwie so für den Gesamtstrom, ne, in dem R-Gesamt, das wir hier unten ausgerechnet haben, da steckt ja auch R5 drin. Und hier ist es eben auch so, ne? Also in dem Gesamtstrom, in dem Quellstrom steckt R5 drin, in dieser ersten Stromteilerregel steckt R5 drin. Und hier hinten haben wir dann nicht mehr R5, aber hier vorn taucht er auf jeden Fall auf. So, also hat der nun Einfluss, hat der keinen Einfluss? Sag mal. Alles in der Schaltung ist. Naja, das wird jetzt so nicht. Da gibt es noch eine Idee? Ich würde schon sagen, dass man einfach
Ja, also klar, wenn das jetzt ein Kurzschluss wäre, dann würde der natürlich die Spannungsquelle kurzschließen. Das würde nicht funktionieren. Ja. Dann würde das einfach nicht funktionieren im Sinne von, ich kann nicht eine ideale Spannungsquelle kurzschließen. Solange der irgendwie einen Wert ungleich Null hat, funktioniert das schon. Trotzdem taucht er irgendwie in dieser Gleichung da auf. Ja? Das ist eben so ein bisschen die Sache. Und ich meine, das wäre jetzt so das Letzte, was ich noch an der Aufgabe noch mal kurz diskutieren würde. Dafür muss ich jetzt aber tatsächlich mal ein bisschen Platz machen. Vielleicht hier an der Stelle, wo wir uns hier nur so über die Schaltung unterhalten haben. So, und zwar, wenn man jetzt mal diese Formel da nochmal hinschreibt, die hier, ja, und ich setze mal für IQ eben das hier oben ein und ich setze mal für R gesamt ein, das, was wir hier unten gemacht haben. Also, dann kommt da raus I1 und statt IQ setze ich jetzt eben ein, das ist UQ durch R gesamt. So, genau, also UQ durch und R gesamt können wir aufschreiben als R5 parallel zu diesem ganzen Rest, den wir hier hatten. Das war R1 plus die Reihenschaltung von dem R2, 3, 4. Ja, so, die Tafel ist auch gleich trocken, dann sieht man das vielleicht auch wieder ein bisschen besser. So, das ist UQ durch R gesamt, das ist IQ. Und jetzt schreiben wir eben noch auf R5. Und durch R5 plus R1 plus der Links, also was das da hinten steht, eben unsere Stromteilerregel. Der Widerstand, wo der Strom nicht durchgeflossen ist, durch den Gesamtwiderstand R1 plus R5 plus R2, 3, 4 im Sinne von dieser Parallelschaltung. So, jetzt müsste man das Parallelding einmal auflösen, ja, und aus dem Parallelding eben machen. Ich schreibe mal ab, UQ, so, Parallelschaltung von zwei Widerständen kann man wie ausrechnen? Hatten wir gerade schon mal, du hast doch die rettende Idee. Genau, also das Produkt von denen durch die Summe, ja. So, also R5 mal in Klammern R1 plus R2, 3, 4. Ich glaube, die Tafel ist gar nicht mehr so nass, sondern noch meine Kreide. So, und hier unten steht die Summe von denen, also R5 plus R1 plus R2, 3, 4. So, dann muss ich einfach nur noch den Rest abschreiben. Ja, also das ist jetzt der Hauptbruchstrich hier, das ist der Untenbruchstrich. So, und jetzt steht hinten noch mal R5 geteilt durch R5 plus R1 plus R2, 3, 4. So, und dann sieht man, dass, was sieht man jetzt, wenn man da scharf drauf schaut? Genau, ich könnte das jetzt auch einfach hier direkt im Nenner wegkürzen. Ja, also hier steht genau das gleiche wie hier. Das kann ich einmal gegeneinander kürzen. Und ich kann hier R5 gegeneinander kürzen. So, und dann bleibt was über, was ganz offensichtlich unabhängig ist von R5, nämlich UQ durch R1 plus R2, 3, 4. So, und? Frage, ja? Kann die Aufgabe in der Klausur so gestellt werden, dass wir R5 dann nicht haben? Ja, also in der Klausur gibt es mit Sicherheit auch so Aufgaben, wo so ein Widerstand drin ist, so ein bisschen als Störfaktor, den man jetzt, der eigentlich keinen Einfluss auf das Ergebnis hat. Und ja, weiß nicht, also man kann die damit reinrechnen. Ne? Ich meine, hier kürzt der sich ja auch numerisch raus, wenn man so will. Und hier haben wir das jetzt nochmal gezeigt, dass der sich auch wirklich analytisch rauskürzt. Also wenn man das jetzt hier nochmal ein bisschen anders aufschreiben würde, würde man feststellen, der Widerstand R5, der steckt da irgendwie mit drin im Gesamtstrom und diesen letzten Stromteil, aber hat eigentlich keinen Einfluss darauf und kürzt sich raus. So, und wenn man jetzt nochmal auf diese Formel hier schaut und über diese Formel nachdenkt, also das haben wir jetzt hier ausgerechnet. Wir haben ausgerechnet den Strom I1. Und der Strom I1 ergibt sich ganz offensichtlich aus
UQ durch R1 plus R2,3. Das klingt auch irgendwie sinnvoll, weil das ist einfach, wenn wir sagen, ne, über diesen Teil hier fällt eben diese Spannung ab, das ist ja die Spannung UQ, dann ergibt sich der Strom eben aus der Spannung durch den Widerstand. Und das ist die Spannung und das ist der Widerstand und das ergibt dann eben den Strom. Das macht Sinn, wie der Amerikaner oder die Amerikanerin sagen würde. Ja, das funktioniert schon so. Das sollte auch genauso sein, dass das so ist. Und ich meine deshalb, langes Nachdenken über irgendwie so eine Aufgabe, egal wie rum man das wendet und dreht, da sollte immer das Gleiche rauskommen. Das muss immer widerspruchsfrei sein. Wenn ich da irgendwo zwischendurch mal auf ein anderes Ergebnis komme, was nicht zu vorherigen Ergebnissen passt, dann habe ich definitiv irgendwie was falsch gemacht in dem Lösungsweg.